irgendwas glitzert wieder so ein bisschen am Mittelpunkt. Das ist bestimmt wieder Yvonne. Ja, ja. Weil der glitzert öfters mal irgendwo. Dann normalerweise flutscht es und knistert es nicht. Ach, guck hier, einer von der AGL tritt bei. Okay. Wieso online ist überhaupt von Freilichtliste? Warum habt ihr eigentlich alle dieses IGL vorne drin? Weil das das Kürzel von der Liga ist? Das ist die Formel 1 Liga, wo die fahren. So ein Scheiß. Kenn ich mich nicht aus. Ja, wo bleibt er denn? Dann kann man nämlich direkt raten. Jawohl. Dann sind wir jetzt sogar zu fünft. Feines Porsche. Alter Verwalter. Ja, der da vorne hat einen getunten Wagen. Ja, super. Ja? Kev hat einen getunten Wagen. Ja, das ist Kev. Ja, was hat man sonst? Ja, ich hab's ja angedacht, ich hätte auch nehmen können. Bibi hat sich gerecht. Nein! Da zieht der rüber, wie dumm. Was mir mal aufgefallen ist, dass die Tuner-Klasse recht viel driftet, also die kommen recht schnell ins Heck. Ja, das ist mir gerade auch schon ganz normal aufgefallen jetzt. Du kannst auch, glaube ich, bei denen sogar auch die Reifen wechseln, da gibt es sogar richtige Driftreifen, wo du fast keinen Grip hast. Nein, 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 nein. Wir sind zu weit reingedriftet für die. Wir sind zu schnell gewesen in der Kurve vor der Kurve. Baby fällt gegen die Wand, der andere Typ bringt das mal komplett drüber. War kurz in die Wand gefahren oder so? Hast du nicht gerade einen Checkpoint ausgelassen? Nee. Das war eine Abkürzung.
Wie? Oh, Entschuldigung. Alles gut. Habe ich dich jetzt gedreht? Nee. Nee, noch nicht. Der Schummel da vorne. Hä? Was denn? Lass Kev doch auch mal ein Rennen gewinnen. Kommt so selten vor. Ja, meistens bin ich immer abgeschlagen letzter. Wir wollen ja nicht, dass gleich wieder Matt wird. Hä? Alles gut. Nö, alles gut, ich bin ruhig. Was? Das kommt doch, wenn man ständig bescheißt. Bescheißen? Warum sind denn die Wege da? Also, der hat zwar jetzt wieder so gut. Und da ich sagen darf. Alter, jede Kurve bist du hier nur am Driften. Ich würde mir ja gern den hier holen, aber die kosten ja alle 3 Millionen oder so. Wie bist du jetzt schon wieder vor mir? Sag doch Bescheid hier. Man kann nicht Bescheid. Oh! Du gemacht. Kurz abgehoben. Achso, das war nicht so schlimm. Und jetzt habe ich mich gedreht. Wir fahren autonom. Wir fahren autonom. Autonom. Wir fahren autonom. Alter. Manchmal driften die Autos und manchmal kriegst du die vor Untersteuern gar nicht um die Kurve. Alter, mein Auto sieht gut aus. Natürlich hätte ich auch noch eine Motorhaube. So. Ja, also von vorne sieht er wirklich gut aus. Ja, geil. So kann man auch reinfahren. Ja. Das sieht nach nicht beendet aus. 5, 4, 3, 2, 1. Naja, 7000. Fast Level 100, Markus.
Auf wen hast du denn schon wieder gewettet? Das sag ich nicht. Auf sich? Nee. Auf Bibi? Nee. Auf René? Sag ich nicht. Sie auf noch. Welche? Home sweet home. Mensch, Markus, du musst auch mal an die Level 100 kommen. Na, nach dem Rennen bist du dann. Probieren wir mal ein BMW aus. Wieder unser Abkürzer da vorne, ey. Ja, ist so, ne? Der war irgendwo ganz hinten und dann war mal so ein. Ja, der nimmt aber ständig die Abkürzung. Ne? Ich bin weg! Oh! Oh, jetzt! Oh, okay. Oh, scheiße, Mann. Das ist blöd. Oh, Mann, ey. Das war jetzt der Move, ey. Egal. Das... Er ist mir hinten reingefahren, eigentlich. Ich bin hier nicht direkt hinten rein. Ich bin eher knapp an dir vorbeigeschrammt. Damit hast du mich hochgedrückt. Na toll. Ich hab's nicht mehr aufgehört. Na doch. Nee. Hä? Fuck. Doch da. Alter, was zum Heck gemacht? Gegen Verkehr! Tja, so ist das, Yvonne. Mit mir kriegst du Mitverkehr, bei den anderen kriegst du Gegenverkehr. Wie kommt man denn auf sowas? Ey! Das war aber jetzt auch eine passende Frage, Enrico. Wie kommt man auf sowas? Das war eine sehr, sehr passende Frage.
gerade noch so verhindert, den Enrico zu machen. Der war da nicht schon einzuparken oder was? Die Kurve ist aber auch fies. Der hat schon wieder fast da reingefahren. Ich glaube, die Videos wird sich Kev fett markieren. Er hat gleich zweimal gewonnen. Ja, interessanterweise, ja. Da muss er auch mal ein ordentliches Thumbnail dafür machen. Kriege ich trotzdem hin. Auch wenn ich letzter geworden bin, ist egal. Es war fair vor allen Dingen. Also, naja, ist es okay. Es hat keiner irgendwie unnötig einen weggerammt oder so die ganze Zeit. Das können wir ändern. Oh, Baby, das schaffst du. Ja! Alle abgeschlossen. Boah, dafür gibt's aber wenig. Ein Rennen noch oder war es das schon? Da haben wir jetzt 7-8 Minuten gebraucht. Leute. Nee, egal. Eins noch? Ja, fahren wir noch eins, komm. Dann haben wir drei Rennen in der Folge, das passt schon. Alle guten Dinge sind drei und Kevin. Genau, nach der elendig langen, langweiligen Tauchtour ist das mal eine gute Abwechslung für deine Folge am Schluss. Ich denke mal, das ist so in Ordnung. Was haben wir denn jetzt am Ende? Ich hoffe nicht, dass du die ganze Tauchsession hochlädst. Ja, Leute. Also mein Video kommt dir auf jeden Fall nicht vor. Im Stream ist ja leider drin, aber das ist ja eh weg nach einer Zeit auf Twitch. Richtig. Aber ich habe auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Finish für mein Video. Hast du auch da einen tollen Ratschlag? Achso, mit dem, wenn ich da oben hänge, oder was? Ja, das wird der Schlussknipp. Oh, scheiße. Was für einen Ratschlag willst du, Ivan? Wo ich dich angefahren habe, wo du so einen schönen Ratschlag gemacht hast. Ja, das auch. Was ist denn ein Ratschlag? Enrico, google es einfach. Ach, Marco. Der kennt D und nicht mit T, oder? Der kennt Frauengymnastik nicht so. Hm. Meint ihr jetzt ein normales Rad, oder was? Das letzte Rennen für heute. Ist recht die ganze Zeit Kevin noch mit ihrer Atemmaske da? Na, Corona. Ja. Oh. Das war mein Handy. Keiner hat einen Schnellstand. Doch, ich. Ja. Der bringt nur, glaube ich, mit den Ungetunten nicht ganz so viel. Tschüss, Yvonne. Und Enrico kürzt schon wieder ab. Wieso? Jetzt noch dieser kleine Schummler. Geh weg. Alter! Aufregen, dass keiner sich rammt, aber selber machen jetzt nur.
Na, vor allem mich erwischt, ich hab dich mal abgekürzt. Nee, du hast mich ja berührt und dadurch bin ich eigentlich in der ersten dritten Rico rein. Ja, berührt. Alles gut, ich dachte, wir haben es ja selber auch an den Flughafen. Das ist ja alles gut, du hast das Krieg angefangen. Siehst du? Schon wieder schön auf die Pelle rücken hin. Er steht auf deinem Arsch. Gut, dass Markus nicht da hinten geguckt hat, sonst hätte er jetzt wieder einen Clip. Ich bin ja gerade dran vorbeigefahren, wie du geflippt bist. Du bist ja gar nicht Erster. Ich hätte mich gerade einen Überschlag gemacht. Ja, hab ich gesehen, ich bin dran vorbeigefahren. Nee, du hast mich den ganzen gesehen. Sorry. Wie die einfach hinter mir in den LKW rein. Ah, der komische René da vorne, der rammt auch ein bisschen, wenn er neben sich hat. Der komische, also, ist vielleicht wieder beleidigt. Ist gut. Ich habe die große Magnitude noch nicht genommen. Immer noch side by side. Ja, habt ihr auch gesehen, ich hab ja Platz gelassen. Alter! Du hast es aber auf der Kreuzung gemacht. Du hast es mit der Kreuzung gemacht, Markus. Du hast es mit der Kreuzung gemacht. Eine richtige Drehung. Das war voll der Anschlag. Ich war gerade an René dran, Alter. Ich wollte gerade zu mir wohl ansetzen, da kommt von rechts ein pinkes Ding angeflogen. Ja. War der was? Ein pinkes Ding? Wusstest du gar nicht das? Übrigens, sie wollten. Kein Fehler, der Sack. Ja. Das mit dem Anbumsen, dass es einen dreht, das ist meine Aufgabe bei dir, nicht anders. Bitte. Das hast du, glaube ich, falsch verstanden. Boah, hat den Pfeiler mitgenommen. Der macht aber auch keinen Fehler, der Typ. Der ist ziemlich konstant auf Freunde. War das wieder eine Abkürzung? Nö, tschüss. Von unten lang. Boah, Alter, du reißt mir noch voll mit rein. Die Delle bezahle ich nicht. Alter, die Laterne hat mir gerade geholfen, die Kurve zu kriegen. Ich will aber auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dir hier. Vielleicht baue ich in die Playlisten für nächste Woche oder übernächste Woche noch mal ein paar davon ein. Die sind eigentlich ganz gut, die Rennen, finde ich. Ja, das wird er gewinnen. Der macht echt keine Fehler da vorne. Ach, Mann. Ich mache zu viele. Die erste Runde wette ich auf Markus. Ich denke ja, okay, der gewinnt ja eh immer. So, dann wette ich auf dich. Wette wird nicht akzeptiert. Jetzt wette ich auf dich, jetzt verlierst du. Na, das hat er verdient gewonnen. Wie gesagt, der ist 3 Runden lang, Gott sei Dank, ohne irgendeinen Fehler zu durchgefahren. Bei dir wollt Rennfahrer sein. Baby kann aufgeben. Bumm. Ja, hup noch lauter. Und in die Wand, und in den
Trotzdem okay. Ach, meine Wette wurde gar nicht gezählt. Auch gut. Also. Dann mache ich jetzt mal den Stream aus. Hä? Dann mache ich jetzt mal den Stream aus, sage ich. Ja. Und dann machen wir das halt. Für heute. Und in der nächsten Woche sehen wir uns dann wieder mit ein paar neuen Playlists wieder. Aber, und dann gucken wir mal. Wenn wir dann wieder komplett sind, machen wir vielleicht wieder ein bisschen Mission. So, genau. Ach, du hast die Karte geholt. Nein, die hat gewonnen. Was hast du denn jetzt gewonnen im Casino? Ja. Cheater. Am Donnerstag. Bist du bei den Rennen bescheißt, auch beim Casino? Nö, ich hab einfach meine Tricks. Hieß es nicht aber eigentlich mal, wenn du von diesen Tuner-Rennen dreimal im Dings bist, im Top 3, dass du ein Auto gewinnst? Ja, drei Tage in Folge. Ach so, okay. Ja. Gut, dann bis nächste Woche zur Playlist und dann machen wir die Feier. Hallo. So. Ernst? So. Ja, ah, ich war das nicht. Ja, ich weiß. Ich habe nur mit der Schrift hinter einmal geschossen. Ich unten dran. Ey, aua. Oha! Hä, mein Auto ist nur explodiert.